Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Mutava 10. Ihr habt seit einiger Zeit nichts mehr von mir gehört, aber heute geht es endlich mal wieder weiter. Und es gibt ein neues Segment, was ich mal etwas genauer unter die Lupe nehmen wollte, und zwar ein Bluetooth-Kopfhörer, und es ist nicht irgendeiner. Vielleicht habt ihr von den Avento Wireless von Biodynamic bereits gehört, denn, wie man hier sehen kann, sie sehen sehr schick aus. Ich würde das Design irgendwas zwischen Retro und, wie heißt das andere, so Fabrikdesign nennen. Also sehr robust. Es sieht nicht nur robust aus, es ist tatsächlich auch robust. Zudem kann der Kopfhörer, der Bluetooth-Kopfhörer, mit einem enormen Klang zumindest mich beeindrucken. Sagen wir es mal so. Zusätzlich zu dem enormen Klang gibt es noch die Möglichkeit, das durch eine eine App, für Smartphones, also Android und iOS geeignet, noch weiter zu personalisieren. Dazu macht ihr Folgendes: Wenn ihr das mögt, installiert ihr diese App und könnt mit einem Hörtest der App dann tatsächlich nochmal euren Hörgenuss mit diesen Kopfhörern verstärken. Was so schön ist an diesen Kopfhörern, ist auf der einen Seite nicht nur die Qualität und die wunderbare Verarbeitung. Ich habe den jetzt 4 Wochen lang getestet. Er kann euch tatsächlich auch mal runterfallen, und ich muss zugeben, er ist mir bereits 3-mal runtergefallen, vor allen Dingen, weil ich ständig irgendwie mit dem Schal unterwegs war, und wenn man das Ding dann so trägt und versucht, seinen Schal auszuziehen, dann fällt das Ding mit runter. Und selbst das Runterfallen hat dem Kopfhörer nichts gemacht. Das Einzige, was da passiert ist, ist, ich kann es euch mal zeigen, quasi diese eine Hörmuschel ist abgegangen. Allerdings sind die so konstruiert, dass die abgehen können. Das heißt, man darf sie auch sauber machen und danach darf man sie auch einfach wieder raufklicken und dann hält das Ding auch wieder. Also ihr seht, da fällt nichts ab. Also Verarbeitung super, Aussehen auch erstklassig. Design, irgendwas zwischen Retro und Fabrik, muss man mögen, sage ich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das Klangergebnis ist wunderbar und ihr könnt es weiter personalisieren. Verbinden tut sich das Ganze mit Bluetooth, und hier kommt eine Tesla-Technologie zum Einsatz. Und das, womit das Ganze gestreamt wird, ist das Format aptX, soweit ich weiß, HD von Qualcomm. Und auch das sorgt für einen wunderbaren Klanggenuss. So viele positive Sachen haben natürlich auch etwas Negatives. Und jetzt sind wir mal kurz beim Preis. Vielleicht seht ihr es im Hintergrund. Die Kopfhörer werden derzeit angeboten für 349 Euro. Nun muss man wissen, wie oft wäre man mit ihnen unterwegs. Wie wichtig ist euch, dass die Musik, die ihr hört, tatsächlich auch so rüberkommt, wie sie gemeint ist, also dass sie nicht verzerrt wird, dass ihr sie so hören könnt, wie ihr wollt. Und wem das alles wichtig ist und wer auch mobil ein wunderbares Klangerlebnis haben möchte, der kann überlegen, ob sich diese 349 Euro für die Avento Wireless wirklich lohnen. Für mich, da ich sie jetzt im Dauertest hatte, ich würde sagen, ja, das lohnt sich. Auch wenn ich jetzt nicht so der Klassikmensch bin. Also auch für meinen Musikgeschmack lohnt sich das, weil hier ganz andere Höhen und Tiefen zum Einsatz kommen. Also der Bass ist wirklich ein Bass, das darf sich auch so nennen. Und selbst Höhen sind super zu hören. Und mit der Klangpersonalisierung der App wird das Ganze nur noch schöner. Was bei einem solchen Bluetooth-Kopfhörer natürlich auch wichtig ist, ist die Akkulaufzeit. Ich habe ihn zwischendurch immer wieder geladen. Nie über 80%, und er ist im Gebrauch nie unter 40% gefallen. Auf der Website, die habe ich da hinten auf, steht, dass der Akku tatsächlich 30 Stunden am Stück halten soll. Also es ist doch genügend Zeit zwischendurch, ihn immer wieder aufzuladen. Ihr könnt ja selbst rechnen, meinetwegen, wenn ihr zum Beispiel mit der Bahn unterwegs seid, ich bin in letzter Zeit sehr viel mit Bus und Bahn unterwegs, pendel immer zwischen zwei Städten und benutze ihn sehr gerne, nicht nur zum Musik hören, aber dazu kommen wir gleich. Es reicht tatsächlich auf, den Kopfhörer bei einer Stunde 20 hin, einer Stunde 20 zurück. Pro Tag macht das 2 Stunden 40 mal 7 für 7 Tage. Sind wir bei 14 Stunden, 7 mal 40, sagen wir 16, 17, 18 Stunden. Das heißt, ihr müsst ihn tatsächlich nur einmal pro Woche laden. Also am Wochenende meinetwegen, wenn man nicht arbeiten muss oder nicht unterwegs ist. Einmal anschließen, er lädt relativ schnell.
dafür habt ihr dann mehr als eine Woche Zeit und könnt quasi ihn immer mitnehmen und immer die Musik genießen. Aber ihr könnt nicht nur Musik genießen, weil jetzt kommt nämlich noch was anderes. Hier drin, in diesen, wie nennt man sie? Ohr, Laut, Sprecher, Muschel, sind integrierte Mikrofone. Und dieses integrierte Mikrofon reicht aus, auch in wunderbarer Sprachqualität, die Messenger zu nutzen, Mobilfunk zu nutzen, in der Bahn zu sitzen, mit sich selbst wahrscheinlich zu reden. Meistens sieht es so aus für andere, die mit dabei sitzen. Die Sprachqualität ist wesentlich besser und man versteht wesentlich mehr von der anderen Person bei In-Ear-Kopfhörern. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. So On-Ear ist ja diese Bauart. Dadurch verstehe ich wesentlich mehr auch, was die andere Person sagt. Selbst wenn es geflüstert ist oder wenn es viele Störgeräusche gibt, kann ich hiermit wesentlich mehr hören als mit diesen kleinen In-Ear-Kopfhörern anderer Hersteller, die auch schon einen gesalzenen Preis haben können, aber das hier ist, wie ich finde, qualitativ und vom Hören her einfach wesentlich besser. Ich habe euch die Akkulaufzeit gesagt, bis zu 30 Stunden. Ich habe euch den Preis gesagt, also Akkulaufzeit plus, Preis eher weniger plus. Da würde ich mich nach vorne eben zurückhalten, das soll jeder selbst entscheiden, was ihr von so einem Preis haltet. Was noch einige stören könnte, ist das Gewicht. Ich finde das Gewicht nicht schlimm. Ein Gewicht bei einem Kopfhörer verleiht mir eine gewisse Sicherheit, dass mir das Ding nicht wegfliegt. Ich weiß, das ist eher unwahrscheinlich, trotzdem fühle ich so. Zudem haben wir hier ein schönes Plus, nämlich diese wunderbare Verarbeitung. Also kann durchaus mal hinfallen, auf den Boden fallen, auch dreimal hintereinander. Er geht nicht kaputt. Sehr schön noch hierbei ist vor allen Dingen auch, ihr habt hier ein Bedienfeld, ein Touchpad. Ein Touchpad auf der rechten Seite des Kopfhörers. Soll heißen, wenn ihr ihn aufhabt, könnt ihr, wenn er angeschlossen ist, bestimmen, ob ihr meinetwegen einmal vorwischen bedeutet, na, finde ich ihn da, also einmal vorwischen bedeutet, einen Titel vorspringen, einmal zurück, einen Titel zurück. Nach oben wischen bedeutet lauter machen, nach unten wischen bedeutet leiser machen. Oder wenn ihr gerade Musik hört, steuert euer Telefon das natürlich auch durch. Das heißt, ihr könnt mit einem Doppelklick oder Doppeltipp, so heißt das eher, das Gespräch annehmen, einmal lange raufhalten, das Gespräch ablehnen. Also ihr braucht dazu nicht euer Handy irgendwo raussuchen. Was, wie ich finde, zum Beispiel auch im Winter sehr angenehm ist. Das heißt, nicht Handschuhe extra ausziehen und dann irgendwie am Handy rumtippen, das irgendwo rausholen aus der Jacke oder Tasche, sondern ihr könnt einfach nur diesen Kopfhörer benutzen. Habt hier eine vollständige Bedieneinheit drin und ihr könnt reden, ohne dass ihr euer Handy rausnehmen müsst. Zudem ist das natürlich, ja, zum Musikgenuss nochmal etwas, was sehr gut ist. Im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das testen durfte. Herzlichen Dank nochmal an Beyer Dynamic für das zur Verfügung stellen dieses Testgerätes. Der einzige Punkt, der einige Leute stören könnte, ist halt, gut, es ist ein On-Ear-Kopfhörer. Das muss man auf der einen Seite mögen. Und auf der anderen Seite hat es natürlich wesentlich mehr Gewicht als ein In-Ear-Kopfhörer. Das zweite ist, ich glaube, ich erwähne es zum dritten Mal, der Preis. Auch das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er euch diese theoretischen 349 Euro oder vielleicht in Zukunft auch ein bisschen weniger, weil kurz vor Weihnachten Angebotszeit, ob einem das was wert ist. Wer Menschen kennt, die gerne Musik hören, die Wert legen auf einen guten Klang, dem kann man diesen Kopfhörer wirklich empfehlen. Allen anderen würde ich sagen, die nun mal so kurz, so für 10, 15 Minuten im Bus Pop, Rock, im Radio hören, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Da möchte ich lieber keine Empfehlung abgeben. Jetzt wird es draußen irgendwie ein bisschen laut. Auch hierzu eignen sich die Kopfhörer, sollte es in der Bahn mal ein bisschen lauter werden. Und die einfach mal so aufsetzen. Das heißt, es puffert das gut ab. Was dieses Headset nicht hat, ist quasi, dass die Hintergrundgeräusche unterdrückt werden. Das gibt es hier nicht. Ihr hört nur einfach weniger von der Außenwelt. Das ist alles. Was für mich jetzt aber keinen großen Unterschied macht. Ich habe es ausprobiert. Ich war damit in Bussen und Bahnen unterwegs, bin damit spazieren gegangen und war unterwegs. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein tolles Stück Arbeit. Das kann man sich mal genauer angucken, wenn man möchte. Und was gibt es dazu noch zu sagen? Einige mögen sich an diesem braunen Ton stören. Es gibt auch noch einen schwarzen, also es gibt unterschiedliche Farben.
Schaut dazu gerne mal auf die Beyer Dynamics Seite. Ich verlinke sie euch unten unterhalb dieses Videos. Ich möchte euch, ja, wer Interesse hat, klickt einfach mal rein und schaut euch das Ganze an. Es gibt noch demnächst ein weiteres Video mit einer Verschenkung von Kopfhörern. Das sind in diesem Fall nicht diese, sondern ich zeige sie euch gleich. Das sind die DTS 240 Pro. DT 240 Pro ohne S. Das sind Studio-Kopfhörer. Die sind auch sehr gut geeignet. Allerdings sind die nicht wireless, Bluetooth-wireless, sondern die haben ein Kabel. Was der Klangqualität aber keinen Abbruch tut. Die Verarbeitung ist auch ein bisschen anders. Also hier sind auch hochwertige Materialien, allerdings nicht so hochwertig wie beim Aventor Alice. Trotzdem kann man auch hier sehr schön mit telefonieren. Auf sie schirmen die Hintergrundgeräusche nicht aktiv ab, sondern theoretisch nur passiv dadurch, dass sie direkt auf dem Ohr sitzen und ihr mehr dadurch hören könnt und weniger von der Außenwelt wahrnehmt. Und zum Schluss natürlich auch noch für alle, die sich im Straßenverkehr befinden, das ist mir jetzt persönlich wichtig, achtet immer darauf, was sich um euch herum abspielt. Das heißt, kommen da irgendwelche Fahrzeuge, wenn ihr über die Ampel geht, vielleicht im Zweifelsfall Kopfhörer einfach mal abnehmen und gucken, Blaulicht, Polizei, Feuerwehr, ihr wisst, ne? Man sollte immer aufmerksam sein im Straßenverkehr und notfalls auch mal das hier beiseite legen. Wer mehr Informationen zu diesen Avent Wireless haben möchte, der kann gerne unter das Video irgendwas schreiben, einen Kommentar oder eine Anregung oder Kritik. Und wenn ich die Frage beantworten kann, dann schreibe ich das gerne unten runter. Ansonsten verweise ich euch gerne auf die Beyer Dynamics Seite. Dort könnt ihr nochmal alles über diese Avent Wireless nachlesen. Klangtechnisch sehr zu empfehlen. Also wie gesagt, notfalls vielleicht mal irgendwo ausprobieren. Das war es in Kürze von den Avento Wireless. Es gibt demnächst ein zweites Video, wie schon angekündigt, von den DT 240 Pro. Und da wird es eine Verschenkung geben. Die gibt es kurz vor Nikolaus, also dranbleiben. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und zu guter Letzt, es gibt noch einen zweiten Kanal mit meiner Wenigkeit, der nennt sich Selbstversuch. Den verlinke ich euch jetzt hier gleich zum Schluss, irgendwo hier im Bild. Wer ein Abo dalassen möchte oder jetzt sagt, oh, der macht wieder was, ich abonniere mal wieder. Die Schaltfläche findet ihr jetzt auch hier irgendwo. Ich freue mich auf das nächste Video und da geht es um den DT 240 Pro Kopfhörer, auch von Beyer Dynamics. Und später soll dann auch schon mal ein Bildschirm folgen und ich hoffe, das funktioniert noch vor Weihnachten, ansonsten danach ist ja nicht so schlimm. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem Kanal Mut HVC. Bis dann, ciao!